Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Heute dürft ihr mich alleine hören. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr nicht genug uns auf Instagram folgt oder auf Strava folgt oder auf Facebook folgt oder uns einfach zu wenig Sterne auf Facebook und iTunes gegeben habt oder Geld bei Steady und Patreon. Es könnte auch daran liegen, dass irgendjemand dem Flo zu sehr gefolgt ist und ihn zu Fall gebracht hat und erst deswegen nicht ins Studio geschafft hat. Aber wie ihr wisst, ganz alleine müsst ihr mich nie ertragen. Dementsprechend habe ich mir einen mehr als würdigen Ersatz für den Flo gesucht. Und es ist der Thomas Rottenberg. Das ist jetzt da für alle, die in Österreich sind, die kennen ihn. Also fix aus Funk, Fernsehen oder vom Donaukanal. Und alle aus den umliegenden Nachbarprovinzen, also Deutschland und Ähnlichem. Es ist quasi der Laufjournalist, Autor, Blogger, Läufer, Triathlet in Österreich, der für die größte, jetzt momentan ein Laufblog, für die größte Laufkolumne, für die größte Qualitätszeitung Österreichs macht. Wir haben auch so bildähnliches Zeug, haben wir ja auch. Dort schreibt man nicht. Also, die wollen wir nicht. Aber da sage ich mal Hallo und grüß dich. Ja, hallo Florian. Ich bin jetzt, das kann man nicht sehen, aber ich bin gerade sehr rot geworden, weil ich kann mit Lob zwar sehr gut umgehen, aber ja, aber es berührt mich dann trotzdem sehr. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Er hat mich jetzt mit Florian angekriegt. Das liegt jetzt vor allem daran, dass unten Florian steht. Ich bin aber eigentlich der andere, der Peter. Der Florian ist der nicht da ist, aber das braucht das gar nichts. Das merken die Hörer nie. Soll ich jetzt weiter bei Florian bleiben? Ziehen wir den Fehler durch oder soll ich doch zu Peter switchen? Wie du magst. Machen wir es so wie ich. Ich höre ja auch auf Hedu. Also. Passt. Gut, dann sagen wir mal Hedu. Peter, tut mir leid, Namen sollte man richtig aussprechen. Du bist wie zum Laufen gekommen? Also was war wie ist die Origin Story des Läufers oder die des Sports? Die Origin Story des Läufers, Tom Rottenberg, ist irgendwie die eines klassischen Nichtläufers. Ich komme aus einer Familie, wo es immer geheißen hat, Sport machen die Prolos, wir gehen ins Burgtheater. Das war irgendwie so überhaupt kein Thema. Und mein Turnlehrer in der Schule, ich habe in meinem Leben nie einen Feldaufschwung oder sonst was gemacht. Der hat uns immer Sitzfußball, Volleyball und Völkerball spielen lassen, zwar bis zur 8. Klasse. Also Laufen war es überhaupt nicht meins. Und dann, bin 1,82 groß oder 1,83, je nachdem, wann man misst. Und hatte immer so 68, 69 Kilo, also war so ein Chris Spindel, Ende nie. Und irgendwann hatte ich dann so Mitte 20, 72 oder 73 und ging ins Fitnesscenter und sagte, ich möchte abnehmen. Dort sah man mich dann mit großen Augen an und sagte, ja, mach nur. Und ich bin dann irgendwie bei den Kraftgeräten herumgehangen, habe mich nie aufgewärmt und sonst irgendwas nie gemacht. Und habe halt plötzlich mich dann irgendwie, natürlich habe ich nicht abgenommen, sondern zugenommen, weil ich Muckis aufgebaut habe. Und habe dann irgendwann mit Paul Haber, den kennt man in Österreich, das ist irgendwie der Doyen der Leistungsdiagnostik, Präsident der HCOA, irgendwann ein Interview gemacht. Und er schaut mir so an und sagt irgendwie, nett, dass du so viel Muskeln herumträgst, aber warum eigentlich machst du auch Cardio-Geschichten? War das vielleicht nicht ganz deppert. Damals hatte ich, glaube ich, 83, 84 Kilo, jetzt habe ich um einiges weniger. Und dann stellte ich mich im Fitnesscenter aufs Laufband und habe beim Laufen innerhalb von 5 Minuten richtig Schienbeinschmerzen bekommen und stellte dann fest, ich habe irgendwie ein Hallux Valgus, ich habe Shinsplints und dergleichen mehr. Und dann sagten mir alle, du wirst nie länger als 10 Minuten laufen ohne große Schmerzen. Und wenn mir jemand sagt, ich kann etwas nicht, dann ist es meistens so, dass ich mir denke, ist dem wirklich so? Und fand dann einen Physiotherapeuten, der hat mir, damals war das Wort Faszientraining oder Faszienziehen noch irgendwie nicht gebräuchlich, aber der ist mit einem Rosenholzstöckchen da irgendwie entlang gefahren und ich habe, glaube ich, so gebrüllt, als würde ich irgendwie einen Wal gebären. Bin dann 5 Minuten gelaufen, bin 7 Minuten gelaufen, habe dann noch angefangen, so Übungen zu machen. Dann bin ich mal 10 Minuten gelaufen, dann 15 Minuten und auf einmal gemerkt, das macht mir Spaß. Und bin dann irgendwie auch, aber null Training, null Ehrgeiz, null nix. Einfach nur quasi, ich laufe jetzt mal 20 Minuten. Zweis quasi, weil er gesagt hat, das wirst du nie mehr schaffen. So. Und dann fix. Der nächste Schritt war der, dass mich da, wie heißt er?
der Michael Buchleitner angerufen hat und hat gesagt, er soll für die TUI eine Laufgruppe zusammenstellen für Journalisten, die in Palma de Mallorca den Marathon laufen, ob mich das interessieren würde. Ich dachte irgendwie, Training interessiert mich überhaupt nicht, also das brauche ich alles nicht, aber ich schaue mir das einfach einmal an und habe nichts ahnend gesagt, irgendwie, ja, ich laufe den Marathon dort. Hat keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und dann hat er irgendwie angefangen, mich zu trainieren und so Trainingsgruppe. Und irgendwie der Unterschied zwischen dem, wie ich einfach nur herumgechurtelt bin und da plötzlich einen Trainingsplan hatte, nachdem hätte ich ja Oper schreiben können. Also mit der gleichen, die gleiche Zeiteffizienz. Wenn man mit Läufern und Läuferinnen jetzt redet, sagen alle, ja eh, aber ich arbeite ja auch mit Leuten, die quasi frisch aus dem Büro kommen und die sagen, ja, ich gehe halt laufen. Aber der Unterschied zwischen strukturiert laufen und nicht strukturiert laufen, der ist dann halt ganz gewaltig. Und dann, wenn man weiß, was man tut, naja, wenn du einfach nur herumjoggst und auf einmal sagt dir jemand, lauf mal ein bisschen schneller, lauf ein bisschen langsamer, das macht einen Unterschied. Und dann ja, mich haben sich auch sehr lange jetzt beackert, darf ich einmal einen Trainer nehmen. Und strukturiert ja. Lauf, deswegen habe ich jetzt so gelacht, aber ja, okay. Durchaus. Und dann bin ich, das war 2014, 2015, bin ich in Palma diesen Marathon gelaufen und lief davor bin ich halt irgendwie natürlich einen Wachau-Marathon, einen Halbmarathon als Testlauf gelaufen und ich lief diesen Marathon, meinen allerersten Marathon in 3 Stunden 35 Minuten. Das war allerdings ein Tag, an dem irgendwie vor allem Kitesurfer unterwegs waren. Es war saumäßig heiß und dann kam der Michael Buchleitner zu mir und sagte wie, wow, super, bei den Bedingungen kannst du gleich einmal 15 Minuten abziehen, also und das für den ersten ist super. Und ich hatte keine Ahnung, ob das eine gute oder schlechte oder was auch immer Zeit ist und wurde ehrgeizig. Und ab dem Moment hat nichts mehr funktioniert. Aber es war aber knapp über 3,30 für den ersten Marathon. Ja, 3,35 waren das. Und ich habe auch nicht, ja, das wusste ich damals aber nicht. Und habe dann jahrelang daran gearbeitet, verzweifelt diese 3,30 zu unterbieten. Und es ist mir eigentlich nie gelungen. Und ich habe damals im Standard über diesen Marathon geschrieben. Und ja, und das war dann habe ich bei der Sandrina Illes angefangen, quasi in ihren Laufgruppen zu trainieren und mitzulaufen. Hat alles großen Spaß gemacht. Und so wurde ich dann zu einem Läufer. Und irgendwann sagte ich den Kollegen und Kolleginnen vom Standard, ich habe damals in der Standard-Innenpolitik gearbeitet, es rennen immer mehr Leute in der Gegend herum, wollen wir da nicht quasi regelmäßig was drüber machen? Und alle haben gemeint, ja, machen wir. Und seither schreibe ich eine wöchentliche Kolumne namens Rotte rennt. Und wenn es nach den Standard-Postern ginge, dürfte diese Kolumne seit dem zweiten Mal nicht erscheinen. Trotzdem ist sie eine der meistgelesenen Kolumnen, die es gibt. Und ist es immer noch und ist angeblich Österreichs meistgelesene Laufkolumne. Ich habe keine offiziellen Zahlen, aber ja, es macht Spaß, drüber zu schreiben. Es macht Spaß, auch irgendwie mit Leuten zu reden, die übers Laufen reden, weil jeder rennt anders und jeder macht es anders und es gibt nicht die eine Wahrheit und Weisheit und meine ist halt, ich renne, so wie es mir Spaß macht, schnell werde ich in dem Leben nicht mehr werden, aber vielleicht glücklich beim Laufen bleiben. Interessant ist, ich habe nämlich mir die Frage aufgeschrieben, weil ich habe, also du bist glaube ich, sehr viel mehr im Fernsehen gewesen als jetzt, wenn ich das so mitverfolgt habe, aber du warst im Print unterwegs quasi, eigentlich ist der Journalist Läufer geworden und der Läufer dann aber wieder zum Journalisten, also zum Kolumnisten übers genau. Laufen. Ich bin über den Journalismus zum Laufen gekommen. Und wieder retour. Übers Laufen dann wieder zum Laufschreiben gekommen, ja. Aber ich finde es sehr lustig, dass es seit dem zweiten Mal nicht mehr geben sollte, wegen den Standardpostern. Ich glaube, wenn es nach den Standardpostern im Forum ginge, würde es den Standard nicht geben. Diesen Satz höre ich jetzt von dir nicht zum ersten Mal, also von dir höre ich ihn zum ersten Mal, aber diesen Satz habe ich auch schon von Chefredakteuren und Chefredakteurinnen des Standard gehört. Ging es nach den Standard-Postern, dürften 7/8 der Artikel nicht erscheinen und ungefähr 9/8 der Standard-Autoren und Autorinnen hätten Berufsverbot. Ja. Und, aber das Schöne ist einfach, das ist, ja, also ich habe relativ viel in meinem aktuellen Job mit so Impfschwurblern zu tun. Was von denen kommt, erschreckt mich gar nicht. Ich kenne die Standard-Posterinnen und Poster. Ja.
Das könnte man aber auch kombinieren. Beim Longjog mit einer Impfblasrohr, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube irgendwie, da gibt es ziemlich viele Überlappungen. Das ist also, weil der Online-Poster und die Online-Posterin will ja nicht Recht haben, sondern Rechter haben. Und wann du mir sagst, irgendwie der Schnee ist weiß, sage ich, das zeigt, dass du keine Ahnung hast, denn die Eskimos haben 70 Begriffe für weiß. Und dann sagst du mir gleich, der nächste sagt drauf irgendwie, das zeigt, was für ein Rassist du bist, weil es heißt nicht Eskimo, es heißt Inuit. Und dann sind wir bei der Nazi-Diskussion. Und aber die Zugriffe passen. Ja. Wobei die Frage ist, liest man die Kommentare? Jein. Das Problem bei den Kommentaren ist, dass vieles, was da kommt, ist auf den ersten Blick unbedenklich und geht durch den sogenannten Foromaten einfach durch. Ja. Wenn jemand schreibt, gute Töpfe, das Wort Töpfe ist unbedenklich. Und die Kollegen und Kolleginnen, die da in der Forenwartung sitzen, die lesen natürlich nicht irgendwie den Artikel und dann irgendwie im Kontext ein Posting nach dem anderen, sondern die sehen einfach nur irgendwie gute Töpfe. Dass dieses Posting sich auf die Brüste einer Frau, die beim Laufen fotografiert worden ist, bezieht, das wissen die nicht. Die Frau, die da abgebildet worden ist, die aber noch nie in den Medien war, die kriegt das aber sehr wohl mit und denkt sich vollkommen zurecht, das muss sich niemand sagen lassen. Vor allem, weil dann im nächsten Posting kommt, ja, aber auf Bild 11 gibt's bessere. Das sind alles an sich unbedenkliche Postings. Deswegen lese ich als Autor diese Postings sehr wohl. Und dann schaue ich einmal, okay, geht es oder geht es nicht? Aber was die Poster ja auch glauben, ist, dass ich zum Löschknopf drücke. Zudem habe ich ja als Autor aus gutem Grund keinen Zugriff, weil ich nicht Richter und Henker in einem sein darf. Ich kann nur der Forenwartung sagen, schaut euch das einmal an, ob das den Forenregeln widerspricht oder nicht. Oft genug sagen sie, na, damit musst du leben, aber bei solchen Geschichten geht es dann relativ schnell, dass dann diese Postings draußen sind und dann kommt sofort der Ruf, Meinungsfreiheit. Ja, ja, böse Zensur. Online-Poster, nicht nur bei meinen Geschichten. Die Leute, wenn sie einen Bildschirm vor sich haben, glauben sie, dass sie Dinge, die sie in keinem Branntweiner dieser Welt sagen dürften, ohne sofort eine in die Goschen zu kriegen oder Lokalverbot zu bekommen, dass das Meinungsfreiheit ist. Ja. Das ist meistens einfach beleidigend. Ja? Und Meinungsfreiheit heißt, du darfst quasi alles, was nicht strafbar ist, sagen. Es heißt aber nicht, dass du keinen Widerspruch kriegst. Erstens das und zweitens. Und dass da wer zuhört. Und in meinem Wohnzimmer oder im Wohnzimmer des Standards muss ich es trotzdem nicht ertragen, dass irgendjemand einen den totalen Holler von sich gibt. Ja. Aber die meisten Poster sind eh okay. Es gibt dann ein paar, die man kennt, wo ich schon weiß, okay, wenn ich dieses Pseudonym sehe, dann weiß ich genau, das geht nicht. Man könnte jetzt sagen, sperrt doch einfach diese Poster. Das Problem ist einfach, die melden sich sofort mit einem anderen Pseudonym an. Das bringt gar nichts. So wissen wir zumindest, wer die üblichen Verdächtigen sind. Aber also ich verstehe es ja, wenn man sagt, irgendjemand schreibt drunter entweder irgendeinen kompletten Schrott, irgendwas, was überhaupt nicht dazu passt, oder ja. Einfach nur irgendwelche lustigen Parolen oder schreibt ja schöner Depp oder weiß nicht, das Rocker ist zu lang oder zu kurz oder weiß nicht, wurscht. Dass man auf das reagierst du auf sowas eher wie auf persönliche Dinge, dass du sagst, wenn wer mir was an den Kopf wirft, damit kann ich umgehen, weil dafür bin ich lang nur in der Branche und denk mal, okay, du bist einfach ein Depp. Also ich bin, das, was mir Leute unterstellen, das ist mir vollkommen Blunzen. Ne? Das ist also wirklich, weil du schreibst beim Standard und du weißt genau, irgendwie der Poster ist einfach, oder die Posterin, das sind meistens Männer, ist eine unguided missile und irgendwie, das interessiert mich nicht. Ja. Wenn aber Menschen, die nicht gewohnt sind, in den Medien irgendwie vom gerade in diesem Forum einfach zerlegt zu werden, ja, die freuen sich an Haxen aus, dass sie, sei es bei mir oder sei es in einem Gastroartikel oder sonst wo, dass die einmal vorkommen. Ja. Und dann kriegen sie volle Breitseite. Ja, sie wissen auch nicht, warum sie das kriegen. Ja. Da will jemand, will mich oder einen anderen Autor, andere Autorin anbrunzen und gibt Dinge von sich, das muss sich keiner gefallen lassen. Ja. Und ich meine, ob jetzt mir irgendjemand sagt, du hast von Laufen keine Ahnung, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, wenn ich keine Ahnung davon hätte. Ja, vermutlich kennt das eh besser aus als ich. Ja. Dann gratuliere ich herzlich dazu. Und wenn er schneller ist als ich und ihm das wichtig ist, dann auch herzliche Gratulation. Und wenn er weitere Sprünge macht, das ist auch super. Ja. Soll sein, er soll nur die anderen Leute in Ruhe lassen.
Ja, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man ein Autor ist von etwas und das auch gelernt hat. Also wenn man Journalist ist, dann, glaube ich, lernt man damit, oder wenn man in Medien arbeitet, dass dort halt einfach Menschen sind, die das Zeug lesen und dann einfach irgendwas sagen. Und jetzt über Kommentarspalten oder früher Leserbriefe, waren es halt weniger, weil einen Brief schreibst du halt nicht so schnell, wie dass du irgendwo schnell was rein tippelst. Das geht halt gar einmal. Ich glaube, das ist auch bei anderen Sportlerinnen, glaube ich, sehr, also in den letzten Jahren arg geworden, dass irgendjemand irgendeine Leistung oder irgendein Posting macht, der halt ambitionierter Amateur oder vielleicht Profisportlerinnen kann man sowieso ganz nur vorstellen, weil die haben sowieso volle Breitseite, immer. Immer, ja. Egal, wer das ist, ob das jetzt da eben auch Sandrina Illes ist, der gesagt wird, ja, du hast zu viel, zu wenig Gewicht, ganz groß, irgendwas, ob das jetzt da die Hanna-Schwestern sind aus Deutschland, so kann man doch nicht zulaufen, das ist unsportlich und außerdem und überhaupt und ihr wollt euch ja eh nur vermarkten und da ist der Geier. Und wenn jemand mit, weiß ich nicht, 20 sie in den Social Media präsent ist und sagt, schaut, ich mach das jetzt, Sport, toll, toll, und krieg dann, weiß ich nicht, 2000 Kommentare von irgendwelchen Pfeifenköpfen, die mir alles mögliche an den Kopf werfen und ich habe kein quasi professionelles Schutzschild als Journalist aufgebaut, wo ich gelernt habe, dass es einfach solche Deppen gibt. Ja. Ich glaube, das kann schon ziemlich. Ja, das kann wehtun. Ja, das kann wehtun, weil einfach, das ist einfach, das hat nichts, also einfach, es geht um Manieren, ja. Einfach irgendwie, wenn mir eine Kolumne nicht gefällt, wenn mir ein Foto auf Instagram nicht gefällt, na, dann schaue ich halt nicht hin. Es zwingt mich doch keiner, mit das zu konsumieren. Aber wie kommt irgendjemand, der sich irgendwie an Haxen ausfreut, weil sie ihren ersten Marathon, ihren ersten 5-Kilometer-Lauf oder was auch immer gemacht hat, ja, oder ein Bild verkauft hat in einer Galerie, ja, wenn ich das bei, meine Englischlehrerin in der Mittelschule, die hat gesagt, irgendwie, was der Picasso macht, das kann ich auch, ja, dann mach es, ja. Dann mach es und wenn du einen Blöden findest, der dir viel Geld dafür gibt, dann gratuliere ich dir herzlich. Aber lass den Leuten ihr Vergnügen. Ne? Ja. Es tut solange kein Gefährde damit, ist es ja gut. Richtig. Wenn jetzt jemanden Engelsessenzen, ja, wenn jetzt jemanden Engelsessenzen verkauft, ja, und dem quasi jemand, der verzweifelt ist, irgendwie das Geld aus der Tasche zieht, okay, da sage ich ja, Leute, das macht man nicht, das ist unredlich, ja. Aber wenn jemand mit dem Radl fährt oder läuft und sich freut, dass er jetzt da, weiß ich nicht, am Marathon an den Küchentisch gelaufen ist und mit nur zweimal Schweiben, ja, 1000 Rosen. Genau, super. Genau, 1000 Rosen, ja. Lass die Leute doch glücklich sein, wie sie es sein wollen. Ja. Und das Interessante ist aber, dass ich zum Beispiel von Leuten, die tatsächlich irgendwie gute Leistungen bringen im Sport, ja, also wirklich relevante Leistungen, von denen habe ich noch nie mitbekommen, dass die irgendjemanden, der zum ersten Mal rennt, ja, und die mit 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen, die Hauptallee entlang jörtelt, dass die sich über die lustig machen. Ganz im Gegenteil, ja, weil die wissen, was es bedeutet, über die eigene Grenze hinauszugehen. Und ob ich jetzt eine Nicht-Lauf-Geschichte war, im Fitnesscenter, wo ich schwimmen gehe, ist eine Zeit lang der Markus Rogan auch schwimmen gegangen. Ja? So das 25-Meter-Becken und natürlich ist er dann wieder hin und her geschossen wie ein Torpedo. Und da ist eine Zeit lang ein Mann zur Aquaerobik gekommen, der hat wirklich 170 Kilo gehabt. Und der ist ins Wasser gegangen und dann hat es einen kleinen Tsunami gegeben. Gut, ja? Aber der ist monatelang da gekommen. Was soll jemand mit 170 Kilo sonst machen, außer im Wasser sich bewegen? Und dann hat irgendjemand in der Garderobe angefangen, über den zu lästern, während er war nicht da. Ja? Und der Rogan hört den und sagt, was soll der Scheiß? Ja? Jetzt kann man über den Rogan auch viel sagen, aber da hat er einfach gesagt, pass auf, der Typ, der hat 170 Kilo und der geht einmal die Woche kommt der her und haut sich in die Aquaerobik. Und du, der dein ganzes Leben lang Sport macht, der nie platt war, machst dich über den lustig. Also, ja, aber Markus, der nimmt doch uns die Bahnen weg und wir können da nicht schwimmen, weil der sich da bewegt. Sagt der Markus, na, der ist ein Held, ja, weil der kommt wieder, der bewegt sich, der verändert sich. Wir haben unser ganzes Leben lang uns bewegt, Sport gemacht. Ja. Das ist einfach so dieses zweite Newton'sche Axiom. Jeder Körper ist bestrebt, seinen Zustand beizubehalten. Und am meisten Kraft brauchst du, wenn du deinen momentanen Zustand, deine Geschwindigkeit, deine Bewegungsrichtung veränderst. Der Typ ist aufgestanden
von der Couch und hat angefangen, etwas zu machen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung, dass der niemals irgendwie 100 Meter kraulen wird, weil das einfach nicht geht, dass der niemals einen 5-Kilometer-Lauf machen wird, weil seine Muskeln und seine Körpermasse, seine Bänder und alles da nicht mitspielt. Das ist irrelevant. Ja? Der versucht, etwas aus sich zu machen, versucht, etwas zu leisten und der ist stolz wie Bolle, wenn er aus dem Pool wieder rauskommt, ohne dass man einen Kran holt. Das klingt jetzt auch gemein, ja, aber der macht was, ja. Und vor allem, es gibt dann auch solche Leute, die mit 140, 150 Kilo anfangen. Genau. Und irgendwie 5 Jahre, 6 Jahre später, man, du hattest ja auch jemanden vor dem Mikrofon schon und gehst mit ihr ab und zu laufen. Ja. Und die läuft dann irgendwann einen Marathon. Richtig. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Marathon laufe oder gelaufen bin, ja, es war auch anstrengend, so blöd es klingt. Und ja, ich habe mich auch ein Jahr hin, aber im Endeffekt, ich habe auch 100, bin 1,85 und habe, weiß ich nicht, 65, 66 Kilo. Mhm. Also, dass du das jetzt einmal 40 Kilometer weit wirfst, das geht sich schon irgendwie aus. Und ich habe halt Leistungssport in der Jugend gemacht. Na, da ist schon was überblieben. Auch wurscht, was ich dazwischen gemacht habe. Genau. Aber wenn jemand von dort anfängt und dann wirklich das macht, die Leistung ist 100 Mal mehr, als dass ich das jetzt gemacht habe. Na, ich sage es euch mal mehr, ja. Es ist also einfach zu honorieren. Viel mehr anstrengend. Ja, es ist auch, ja, es ist viel mehr Arbeit dahinter, dass du am selben Ziel ankommst. Ja. Na, von die Frustrationsmomente sind ja um einiges größer. Du sagst, du hast dein Leben lang Leistungssport gemacht, ja. Super, ja. Und das will ich auch gar nicht gering schätzen. Aber trotzdem ist jemand, der zum ersten Mal den Mut fasst, ja. Ich meine, ich habe das irgendwie auf Facebook, habe ich das immer mitbekommen, dass Leute sagen, sie laufen, nur zu Hause am Laufband oder nur im Dunkeln, weil sie sich schämen dafür, wie sie ausschauen. Ich meine, ich bin kein Spitzenläufer, aber das musst du mal vorstellen. Da trauen sich Menschen nicht auf der Straße Sport zu machen, weil sie Angst haben, dass irgendwie über sie lacht. Ja, wir haben auch mit Leuten schon interviewt, die gesagt haben, sie haben am Laufband im Keller angefangen und sind dann rausgegangen, wie sie 4-5 Stunden schon am Stück laufen haben können. Kinder, andere laufen schon seit 10 Jahren, schaffen das nicht. Einfach nur dieses völlig unterschiedliche Wahrnehmung von sich selber und vor allem, ich glaube, das ist auch ganz, ganz viel Prägung, ob du immer der warst, quasi, dem, der gesagt worden ist, du bist, weiß ich nicht, schier, dick, ganz groß, weiß ich nicht, und wie du damit umgehst. Und wenn du jetzt nicht unbedingt jemand bist, der damit nach außen geht und offensiv damit umgeht und sagt, wisst ihr was, war völlig wurscht, wenn du zu mir sagst, ich kann das nicht, aber dann mach es erst recht. Sondern wenn du bei Piste sind, hineinfrisst, im wahrsten Sinne des Wortes dann vielleicht, und dann kommt noch irgendwer daher und sagt, ja, mit dem Gewicht willst du auch noch Sport machen, dann hast du halt verloren. Und dann sei auch noch eine Frau, wo dann die Ästhetik auch noch quasi permanent bewertet wird. Ja. Da haben wir als Männer, obwohl irgendwie auch Männer irgendwie ein Aufholpotenzial haben, bei Essstörungen und dergleichen mehr, da haben wir einen ganz gewaltigen Vorteil. Aber wie gesagt, da passt als Frau wirst du ja noch einmal dann, ob du auch die richtige Farbe anhast bei deinem Gewand. Also das ist ja noch schlimmer dann. Ja. Und darum denke ich mir irgendwie, meine Aufgabe sehe ich darin, Leuten zu sagen, tu es einfach, ja, scheiß da nichts. Ja. Ich glaube, Run Czechia oder der tschechische Marathonveranstalter, die haben als Motto, all runners are beautiful. Ja, ja, super. Und allein deswegen möchte ich einmal bei deren Veranstaltungen dabei sein, weil das steht auf ihren Finisher-Shirts drauf. Ja. Oh, das ist cool. Das ist echt all cool, runners are beautiful. Punkt aus. Ja. Ja. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schau halt weg. Ja. Ja. Oder mach was anderes. Genau. Oder zieh dir einen Sack über den Kopf. Ja. Aber nicht du als Läufer, sondern du als Publikum. Du als Publikum, ja. Also ich muss ja auch sagen, ich habe mit der einen oder anderen Aussage sicher auch schon vielleicht den falschen Eindruck erweckt. Ich habe das auch schon Feedback bekommen, weil ich irgendwann einmal gesagt habe, weil der Flo hat ein paar Kilo mehr wie ich, beziehungsweise er, weiß ich nicht, er hat, glaube ich, das gleiche Gewicht wie ich, ist einfach nur ein bisschen kleiner. Und ich habe gesagt, naja, alles über ein BMI von 18 ist adipös. Mhm. Wo ich genau weiß, ein BMI von 18 ist halt
nimmer stark untergewichtig. Das ist noch nicht einmal Normalgewicht. Ja. Das, und hab versucht, einfach über diese Überzeichnung, weil ich gesagt habe, wenn du jetzt dann nicht super magersüchtig bist, dann bist du eh schon fettleibig, dem Ganzen ein bisschen die Schärfe rauszunehmen. Jetzt da wurde mir aber schon gesagt, dass eben genau Menschen, die mit 170 Kilo, 140 Kilo, 100 Kilo das Ganze angehen und wenn dann jemand daherkommt, quasi so ein Lauch wie ich, und dann sowas sagt, dass das trotzdem, dass es völlig unrealistisch in der Aussage ist, schwierig ist anzunehmen, dass das trotzdem irgendwie trifft. Ja. Ich sehe von meiner Warte immer die andere Seite und sage, ich schaue dann oft so auf die Spitzenathleten, also die Skispringer, also wo ich sage, dort hast du das andere Problem ja auch. Ja. Du hast ja die in die Bulimie getrieben werden, weil jedes Gramm, das sie mittragen beim, oder mitspringen, mitlaufen, mit was auch immer, ist zu viel. Mhm. Und dorthin kann es ja auch dann kippen. Also eigentlich ist, wenn du Amateur bist, Leute, es ist wurscht, wie es ausschaut. Und als Spitzensportler, bitte lass dich nicht das Weine treiben, weil das ist ja genauso schlimm. Also das mit dem BMI, das ist ja das nächste Ding. Ich habe so eine Fettmesswaage. Oh, die ist super. Das ist total lustig, weil da habe ich irgendwie das zweite, also das Garmin Modell 1 hatte ich und dann habe ich aufs Garmin Modell 2 gewechselt. Ich hatte bei Wechsel von einer Waage auf die nächste, hat sich mein Körperfettanteil laut Waage verdoppelt. Das ist einfach, weil die unterschiedlich messen. Ja? Ja. Das heißt irgendwie bei all diesen Dingen, es geht nur nicht darum, was du für eine Zahl da stehen hast, sondern es geht, die Änderung der Zahl ist signifikant und relevant, aber nicht, was für ein absoluter Wert da steht. Und das ist genau das, was ja auch bei jeder Form von Sport, auch für jeden von uns wichtig ist, einfach, ob ich jetzt irgendwie, es ist vollkommen wurscht, irgendwer wird immer schneller oder weiterlaufen als ich. Genau. Es geht darum, wie sehe ich meine eigene Leistung in Bezug auf mich selbst. Ja? Mein BMI ist irgendwie auch irgendwie, wenn ich mir die Zahl anschaue, laut dieser Waage ist der BMI knapp an der Fettleibigkeit. Ja? Es ist halt nicht so. Ja? Es ist einfach, ich weiß ganz genau, dass ich wiege einfach, weil als bei dem, was ich mache, habe ich relativ viele Muskeln aufgebaut. Und ja, ich habe eine Wampen mittlerweile. Corona dauert bei mir 6 Kilo. Aber soll sein, ja. Aber ich lebe damit und denke mir irgendwie, und wenn es dich stört, dann bohr dir ein Loch ins Knie und gieß Milch hinein, wie es bei den Frails heißt, ja. Ja, es ist ja vor allem auch, das kommt drauf an. Es gibt Menschen, die einfach Gewichtheber sind, oder? Der Baris, der Abfahrer, der Italiener, ja. Na, ein Zartel ist er halt nicht. Ja, genau. Aber wenn du mit einem Wengen runterfährst gemeinsam, wirst du wahrscheinlich trotzdem nicht schneller unten sein, weil Sportler ist er trotzdem ein besserer, wenn es um Skifahren geht. Also, das ist völlig egal. Natürlich wird er jetzt wahrscheinlich kein 100 Meiler laufen. Ja. Warum auch? Interessiert ja. Ihn wahrscheinlich auch nicht. Kommt vielleicht noch irgendwann einmal. Kann ja gut sein. Ja. Dazu die Frage, was ist eigentlich beim Laufen deine Paradedisziplin? Also, oder Paradedisziplin, was macht am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht man, also ich quäle mich ja ganz gerne. Ja? Also wenn es mir nur Spaß macht, dann wird es irgendwie fad. Ich bin ja ganz, wir machen Halbdistanzen, also Halbmarathon macht mir richtig Spaß, weil den laufe ich dann nüchtern in der Früh und irgendwie in einer entspannten Zeit. Wenn es schnell werden soll, dann wird alles anstrengend. Ich laufe aber auch sehr gerne, also auch die Volldistanz, also auch ein Marathon macht mir Spaß, aber das ist dann halt schon ein bisschen mehr Arbeit. Ne? Was mir beim Laufen aber wirklich Spaß macht, am meisten, ist mit Menschen gemeinsam laufen. Also wenn ich bin zum Beispiel mit meiner Freundin gemeinsam ihren ersten Halbmarathon beim Vienna City Marathon gelaufen und habe sie vorher irgendwie beim Wings for Life Run, die Frau ist irgendwie 7 Jahre lang, ist die nicht gelaufen und habe sie beim Wings for Life Run, habe ich sie gepaced und habe einen Freund von mir bei einem virtuellen Marathon auf seine erste Halbmarathonzeit unter 2 Stunden gepaced im Februar letzten Jahres. Das macht mir Spaß, ja, weil was mir beim Laufen ein bisschen verloren gegangen ist, ist auch durch die Routine, du stehst beim Start von irgendeinem Event, denkst, okay, in der Altersklasse werde ich in meiner Kategorie nie ein Stockerl sehen. Die Aufregung
Ja, das ist ja der Start. Ja. Früher war so, oh, werde ich das schaffen und so. Und ich weiß, ich werde es schaffen, gewinnen werde ich nicht. So, das heißt, du läufst mit Leuten, für die es eine echte Challenge ist und für die es irgendwie, die sich ein Ziel setzen, das für sie nicht sicher ist, dass sie es erreichen werden, weil mit der Routine, die ich mittlerweile habe, weiß ich schon irgendwie, wenn ich sage, ein Marathon in 3:30, das werde ich vermutlich nur mit sehr viel Training schaffen, also eher nicht. Ein Marathon in 3:45, das ist drinnen. Ein Marathon in 4 Stunden ist schon wieder Fahrt fast. Fahrt ist es nie, aber außer ich renne in der Wüste, da braucht man eine Stunde länger. Du läufst ja auch für die Arbeit quasi. Immer wieder mal, oder? Genau. Aber also das für mich ist das Spannende einfach, wenn ich dann mit meiner Freundin zum Beispiel in Vienna City Marathon ihren ersten Halbmarathon laufe und ich merke, dass sie fast krepiert, so wie alle da fast krepiert, weil es so heiß ist, aber sie kommt durch. Ja. Und dieses, ich hasse dich, aber nach der Ziellinie bin ich dann trotzdem glücklich und ein paar Wochen später laufe ich mit ihrem Dreiländermarathon und allein, weil es 4 Grad kühler ist, merkst du, für diese Frau ist dieser Lauf was komplett anderes. Also diese Freude und diese Begeisterung von anderen Leuten mitzubekommen und mitzuerleben, das ist eigentlich das, was mir am allermeisten Freude macht. Und das macht auch Spaß, ja? Weil das, was ich kann oder was ich nicht mehr kann, weil man wieder auch, ich wäre auch älter, ja, das ist mir klar. Es macht Freude zu laufen. Ich bin dann irgendwo in der Landschaft und irgendwie das und sehe einfach, wie schön es ist, wenn die Sonne aufgeht oder wenn dann irgendwie der Schnee fällt oder wenn du in Schönbrunn bist und die Tür geht auf um 6.30 Uhr und du bist der Erste, der in dieses Schnee, in das zugezuckerte Märchenschloss reinrennt, ja, und machst diese First Line, die du beim Skifahren hast, erst in Schönbrunn und plötzlich irgendwie vor dem Schloss. Das ist geil, ja. Aber so das, also Zeiten, Distanzen und so, ja, mein, vielleicht möchte ich jetzt irgendwie an Ultra mal laufen und irgendwie, aber diese Frage steht auch auf meinem Zettel. Ja, wann kommt der erste Ultra? Ja, das ist immer so die Frage, auch die, wie viel Zeit habe ich zum Trainieren, weil ich ja doch auch irgendwie noch arbeiten muss nebenbei. Ne? Ja, aber da gibt es dann schöne Geschichten, sage ich nur. Ja, also dieses Leiden auf hohem Niveau und irgendwie das. Oh, ja. Ja, das ist mein Coach, der Harald Fritz, sagt ja auch irgendwie, naja, schau doch mal irgendwie Wien rundum und um, das war mir einfach zu kurz, wir haben uns das aufgeteilt auf 5 Leute, das waren halt 23 Kilometer, ja, eh lieb, ja. Aber ob ich eine halbe Geschicht oder 60 Kilometer oder sonst was schaffe, keine Ahnung. Ja, also ja, aber du laufst doch auch Trail? Ich laufe Trail, oder ja. Ist dir die Straße lieber oder der Trail oder beides? Ich mag beides. Mir ist im Augenblick Trail fast lieber, weil das ist impressionistischer. Da geht es einfach mehr ums Erleben. Ja? Auf der Straße, das ist okay, da hast du irgendwie, da ist die Straße und da geht's so schnell du halt kannst entlang. Und jetzt irgendwie letzten Sonntag haben wir uns ja fast getroffen oder ich habe dich eh gesehen, weil du mit deiner Gruppe irgendwie am Isenberg herumgerannt bist. Ja. Lustigerweise haben wir ja auch die FKT-Strecke gemacht, aber es sind irgendwie scheinbar eine halbe Runde vor euch gewesen. Darum haben wir euch immer wieder im Wald irgendwo verschwinden gesehen, weil dieser Berg ist eine ganz kleine Region. Großartiges Trainingsgelände. Super, ja? Aber du rennst halt permanent irgendwo, da warst du jetzt gerade einmal. Ne? Und der Biserberg ist auch für mich so ein Zeichen, wenn ich dort ohne Navi auf der Uhr laufen würde, würde ich wahnsinnig werden, weil es sind alle 3 Meter Abzweigung und du weißt jetzt nie, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da kann man sich wundervoll verkaufen. Aber auch das ist ein Projekt, das der Flo und 2 Freunde noch offen haben. Wir haben es schon gemacht, 7-mal den Biserberg rauf und runter, ohne einen Weg doppelt zu machen. Das geht, ja. Und, absichtlich oder unabsichtlich? Absichtlich, also gezeichnet schon auf der Karten. Ja. Und mittlerweile habe ich noch ein paar Wege entdeckt, die gehen. Ja. Es müsste jetzt meiner Berechnung nach 11-mal gehen, also 11-mal rauf, runter, ohne irgendeinen Trail doppelt zu machen. Jetzt müssen wir aber schon jenseits der Marathon. Was der Biserberg eigentlich ist, weil der Biserberg ist ein Hügel, der bei 170 Meter Seehöhe beginnt und auf 350 Meter Seehöhe aufhört. Also das ist im Prinzip ein Maulwurfshügel und der ist auf der anderen Seite der Donau und Biserberg, also das Wort Berg allein ist schon grotesk und wer den Biserberg nicht, das nur sieht und nie darauf gelaufen und im Rad drauf gefahren ist, der denkt sich irgendwie, wovon redet sie eigentlich? Das ist irgendwie, nur wenn du dort einmal rennst, merkst du, das ist nicht der Biserberg, das ist das Biserngebirge. Das ist ein richtiger Gebirgsstock und der kann richtig viel, ja. Er ist wirklich mein Trainingsspielplatz, weil ich wohne 3 Kilometer davon entfernt. Okay. Das heißt, ich einlaufen bis zum Start quasi und dort gibt es einfach 1 Kilometer Strecken nach oben,
Das sind 20% Steigung. Ja. Das ist wenn man das, wenn man das 3, 4, 5 Mal macht, ja, das geht schon rein. Also das ist hochalpines Terrain, also verblocktes, felsiges, ausgewaschenes, rutschiges Gelände. Und aber wenn du siehst aus Wien, denkst du, Biesenberg, also das Wort Berg ist eine Übertreibung, aber dann renn dort einmal, ja? Ja, es ist, also für die meisten ist es Nasenweg auf der anderen Seite, nur halt mit 1000 Möglichkeiten. Ja. Und das finde ich halt so großartig, dass du wirklich 1000 Möglichkeiten dort hast. Ja, das ist der unterschätzteste Hügel Europas wahrscheinlich. Das kann ich auch unterschreiben. Und wenn alles gut geht im Sommer, wird es vielleicht sowas geben wie Everest is everywhere, 24 Stunden bis am Berg. Oh mein Gott. Wer weiß. Aber mit Sauerstoffflaschen. Na, die Überlegung war einfach schauen, ob man also wirklich diese 9000 Höhenmeter an einem Tag hinkriegt. Nur den Biesenberg, immer die gleiche Strecke raufkommt. Gut, das ist dann schon, ich meine, das ist dann ein ja, Kraft des Willens und so, ne? Aber ja, lustig ist es nimmer. Aber ich kann sehr empfehlen, den Lindkogel Trail zum Beispiel. Mhm. Auch da gibt es eine Ultradistanz jetzt da, mit 55 oder so. Und der ist wirklich schön. Und der ist vor allem gleich ums Eck. Da braucht man nicht einmal so viel Zeit nehmen. Also wenn es da in die Richtung gehen sollte, große Empfehlung. Oder der Ötscher, weil der ist natürlich auch super. Ja. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen und ganz, ganz viele Attraktive. Und das ist ja auch das Schöne. Also mit jedem Monat, den man läuft, kriegt man mit, es gibt unfassbar viele schöne Läufe und dann irgendwann kommt man drauf, okay, ich brauche jetzt einen Start, eine Ziellinie, da mache ich es einfach so. Aber natürlich ist es auch fein, so mit anderen Verrückten da unterwegs zu sein. Und weil du vorher gefragt hast, ob ich lieber Straße oder lieber Trail laufe, mir ist eigentlich, das Faszinierende ist, je ruppiger das Gelände wird, umso netter werden die Menschen. Ja. Also ich habe selten so humorbefreite Menschen gesehen wie in der Startzone eines Triathlons. Auch da gibt's wahnsinnig liebe Leute, ja. Aber wenn da jemand anfängt, irgendwie, ich muss jetzt da hier meine Wechselzone einrichten und du musst jetzt da Platz machen, weil ich muss mein Klopapier aufrollen, das schauen die lachen, da gibt's wieder die lachen und lächeln nicht und sagen nichts. Und bei einem Traillauf irgendwie, das ist meistens sind das vollkommen entspannte Menschen, die dann auch kurz mal stehen bleiben, ein Foto machen oder irgendwie stehen bleiben, einen Kaffee trinken, ja, weil es geht ums Erleben, ja, und nicht ums irgendwie nicht ums jemanden besiegen. Und das ist also das Schöne beim Traillauf. Ja, also ich muss sagen, beim Traillaufen habe ich schon die lustigsten und interessantesten Gespräche auch während dem Wettkampf gehabt. Mhm. Ich finde das super, dass bei dieser quasi, wenn man so will, die Trail-Weltmeisterschaft, wenn du nimmst den UTMB, dort stehen, natürlich gibt es einen Elite-Start vorneweg. Ja. Aber diese Elite-Läufer, wenn du die vorher in Chamonix triffst, oder man, während dem Rennen wirst du das wahrscheinlich nicht treffen, ja. Weil die sind halt dort, wo du irgendwann vielleicht bist, aber nicht zum gleichen Zeitpunkt. Die sind total nett und du kannst unterhalten und also natürlich geht es bei den ersten 30 geht's um was. Ja. Also wirklich um die Plätze. Aber dahinter, es ist super entspannt, die Leute helfen da weiter. Wir haben zum Teil auch Support gemacht für Freunde, die eben auch gelaufen sind, die lange, also die 100 Meilen. Und dann ist ein Grazer Läufer reinkommen, der seinen Bruder nicht gefunden hat, der ihn betreut hätte und dann betreust du ihn mit und der ist da 3 oder 4 Monate später noch immer dankbar, dass du da warst und quasi sagst, da gibt's was zum Essen. Und er sich gedacht hat, super, ich finde, wenn der mit mir Deutsch redet und nicht Französisch. Ja. Und beim vorletztes Jahr, sind wir in Innsbruck gelaufen und da waren die Leute super begeistert dafür, dass wir zu viert gelaufen sind. Dass man 100 Kilometer zu viert gemeinsam laufen kann. Das ist halt super. Und es war wirklich, da geht es nicht darum, dass du, welche Zeit du hast. Wenn du schnell laufen willst, lauf allein. Wenn du was Cooles machen willst, lauf gemeinsam. Genau. Ja. Und da haben wir halt auch bei der letzten inoffiziellen Labe einen Radler getrunken, bevor wir Richtung Ziel gelaufen sind. Ja. Weil es wurscht ist. Aber es war cool. Ja, und genau deswegen ist es nicht wurscht. Ja? Ja. Eben, es geht für ein paar Leute geht's um was. Ja? Und dann gibt's
Und dann gibt es halt die Leute, die sich und der Welt irgendwas beweisen wollen, was aber niemanden interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich es überhaupt nicht verstehe, warum irgendjemand so quasi aus meiner Leistungskategorie bei einem Lauf auch schummelt. Ja? Das ist irgendwie, worum geht's da? Ja? Ob ich in meiner Altersklasse irgendwie Platz 67 oder Platz 73 bin, es ist sowas von scheißegal. Ja? Excuse my French. Ja? Und dann gibt's echt Leute, die irgendwie bei am Marathon, beim Wien-Marathon dann irgendwie abkürzen, ja. Ich meine, wem bescheißt du denn außer dir selbst, ja? Ja. Die Zeit interessiert ja genau niemanden, ja. Ja, also ich habe es gesehen auch beim Wienerwald Ultra, den sie auch gibt, dass jemand einfach ein Schleifen auslaufen hat, nur weil die Strecke halt dann weiter vorne wieder hingegangen ist. Und der war aber auch nicht in die Top 3. Ja. Es ist ja völlig, ja, dann mach halt, wenn du meinst, aber warum? Ja. Ich verstehe es beim Traillauf, dass manche Menschen abkürzen, unabsichtlich, weil sie sich verlaufen, gleich wie andere einfach 10 Kilometer mehr machen, weil sie sich verlaufen. Genau, in Summe gleicht sich's ja aus dann. Ja? Aber wenn man wirklich sieht, dass jemand abkürzt, ich tue mir deswegen so schwer, weil man denkt, wie will ich ins Ziel kommen und mir dann 5 Jahre lang einreden müssen, dass es gut war, nur damit ich dann in der Geschichtsverklärung irgendwann wirklich dran glaube, dass es gut war? Weil bis dahin war es halt scheiße, was ich gemacht habe. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Vor allem, weil man durch dieses permanente Tracken mit den diversen Uhren ja sowieso auffliegt. Sobald es sich jemand anschaut, ist ja auch faszinierend, dass zum Beispiel dieser, ich meine, wo es wirklich Arsch ist, ist, wenn du jemanden irgendwie einen Stockerplatz wegnimmst. So wie dieser eine Typ, der irgendwie bei Kärnten läuft, da mit dem Fahrrad gefahren ist und Weltrekordzeit gefahren wäre. Stimmt, das habe ich auch gehört, ja. Das ist grandios. Der glaubt sich das ja immer noch. Der hat mich angerufen ein Jahr später und hat behauptet, ein Gericht in Graz habe festgestellt, der Mann auf dem Fahrrad, der da irgendwie zufällig zur gleichen Zeit wie er über die Zeitnehmungsmatte gefahren ist, sei nicht er gewesen. Ja? Der Veranstalter hat von diesem Gericht nie etwas gehört. Der glaubt sich das wirklich. Und das Faszinierende ist, der hat, um sich selbst zu bescheißen, hat er was ganz Perfides gemacht. Der taucht tatsächlich bei den Wings for Life Klassements immer unter den Top 10 Österreichern auf. Na, ganz einfach. Bei Wings for Life gibt es einen Startschuss, aber da rennst du über keine Matte drüber. Der hat beim Startschuss startet der irgendwo zu rennen und wird dann vom Catcher-Car überholt. Wenn er bei Kilometer 36 ist, ist er aber nur 17 Kilometer gelaufen. Auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Aber natürlich. Der ist lustigerweise dann immer da, wo Wings for Life nur ein rein virtueller Lauf ist, wo quasi der Tracker bei dir mitläuft über die App, startet er nicht. Ja? Aber der ist zweimal unter den Top 10 oder Top 15 Österreichern bei Wings for Life Läufen taucht er auf. Ne, natürlich. Das ist... Weil er halt zum Beispiel erst wenn sie in Wien laufen, fängt er im Prater wegläuft. Im Prater wegrennt, ja. So, der spart sich 20 Kilometer. Auf die Idee muss man mal kommen. Also ich habe ja zwei Ziele beim Wings for Life. Das eine ist, ich möchte einmal den Marathon dort schaffen und dann musst du wirklich zügig unterwegs sein. Ja. Ich glaube, das ist 4,25 dann schon. Keine Ahnung. Oder so. Ja. Und das auf dem Marathon? Hm? Und das zweite, das möchte ich irgendwann auf jeden Fall machen, das ist, ich möchte beim Wings for Life Run, wenn der Startschuss fällt, stehen bleiben und warten, bis das Catcher-Car losfährt. Und immer vor dem Catcher-Car laufen und schauen, wie lang es geht. Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ist beim Wings for Life Run starten, also über die Startlinie gehen und dann warten und mit den Letzten, also mit denen gemeinsam unterwegs sein, die als Erste vom Catcher-Car eingeholt werden. Mhm. Das war eine der emotionalsten Geschichten, die ich jemals erlebt habe, weil da hast du zum Beispiel einen Typen, der hieß, glaube ich, Franz oder Peter, ich weiß es nicht, der ist gegangen und mit dem bin ich war beim Burgtheater und wir sind bei der Urania vom Catcher-Car eingeholt worden. Das sind 2 Kilometer. 2 Kilometer, ja. Nur der Typ, der hat irgendwie auch seine 130 Kilo gehabt und der hat gesagt,
er ist eigentlich, er hat so viel, früher so viel gesoffen und so viel gefressen, dass er schon 3 Herzinfarkte gehabt hat. Der hat im Krankenhaus wieder sitzen lernen müssen und hat dann gedacht, er möchte jetzt zeigen, dass er sich bewegen kann und möchte auch für andere was tun. Er war aber nicht der Erste, der überholt worden ist. Die wirklich Erste, die überholt worden ist, war eine Frau, die hat MS gehabt, ist mit ihrer Tochter, weil sie noch einmal was im Leben machen wollte für andere, ist sie gegangen, ja, mit schwer, eine schwere MS-Patientin, die ist auch ungefähr 50 Meter vor der Urania überholt worden. Und das sind ganz, ganz irre Geschichten. Da geht es nicht darum, dass du vorne bist, ja, sondern da geht es einfach darum, was kannst du mit Laufen für eine Geschichte erzählen? Ja? Ja. Und das war natürlich, sind die keinen Schritt gelaufen. Ja? Aber dieser Peter oder Franz, der ist schweißüberströmt gewesen, wie das Catcher-Car überholt hat, weil der hat sich in seinem ganzen Leben vermutlich insgesamt keine 2,5 Kilometer oder 2 Kilometer bewegt. Ja? Oder da war der eine Bub im Rollstuhl, den wollten immer alle antauchen. Nein, er möchte es aus eigener Kraft machen. Und der ist dann beim Luega-Platz überholt worden vom Catcher-Car, ja. Und war stolz wie Bolle, weil er ohne Hilfe so weit gekommen ist, ja. Und damals hat der Lemmerwerk hat irgendwie damals auch irgendwie Wings for Life gewonnen. Und wir sind damals waren wir noch im gleichen Verein. Und er hat gemeint irgendwie, wenn er das gewusst hätte, wäre er mit mir hinten gelaufen, ja. Mhm. Weil das einfach so, weil das sind einfach die Gefühle. Und das ist einfach dieses, was drückst du mit Laufen aus, ja? Und ich finde aber deine Idee quasi das Catcher-Car irgendwie sozusagen wie das Catcher-Car im Windschatten zu haben in deinem, das finde ich mir sehr spannend. Ja, vor allem, ich bin ja dann dafür, dass man ein T-Shirt anzieht, wo hinten oben steht, du kannst vielleicht schneller fahren, aber du darfst nicht. Ja, genau. Catch me if you can. Aber irgendwann trägst du dich dann trotzdem. Ne? Natürlich, aber bis dorthin habe ich mehr Spaß mit der Fahrer drinnen. Richtig, richtig, richtig. Aber du darfst leider nicht so weit zurückfallen, um mit denen zu quatschen, weil sonst bist du im Strahlung. Ich glaube, auf so 5 Meter vorher musst du sein, weil sonst da passt es nicht. Und so. Das kriegen wir raus. Ich frage die Frau Gebhardt. Ich glaube, die finden das auch lustig. So wie früher bei den Automobilen immer einer mit der roten Fahne vorne gelaufen ist. Das wäre eine gute Idee. Back to the basics, weil es hat ja ganz früher auch schon diese Elektroautos gegeben. Und jetzt haben sie es wieder. Und jetzt muss auch jemand davor so, Achtung, genau. Da kommt jemand mit einem Fahrzeug. Ein Fahrzeug ohne Pferd vorne dran. Genau. Oh mein Gott. Oder du machst es noch weiter und machst du Zügel und Leine und tust, als würdest du Catcher-Car ziehen. Oh, ich glaube, das wird was. Das wird sehr schön. Musik drin. Das wird was. Das führt mich auch wieder zurück quasi zum Journalismus, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Laufen in Wien. Also so die schönsten Strecken. Und du bist ja quasi der breitenwirksamste Laufberichterstatter in Österreich. Danke. Soweit ich das mitbekomme. Also ich wüsste jetzt niemanden, der in Österreich irgendwie Journalismus betreibt und mehr Menschen mit Geschichten über das Laufen erreicht. Ich sage jetzt einfach danke. Aber warum... Also wie fühlt man sich dann da, dass man sagt, ich bin da quasi, es ist ja nicht so, es gibt nicht Tausende, aber was weiß ich, in jeder Zeitung gibt es Berichte über das Skifahren und da gibt es Berichte über die 3. Landesliga im Burgenland, falls die gibt, und zwar jede Woche 4-mal. Ja. Und Laufen ist zwar Nummer 1 Breitensport von der Menge, und in der Berichterstattung ist es irgendwo zwischen Curling und Zwergenweitwurf. Ja, wobei du machst den klassischen Wahrnehmungsfehler, der irgendwie auch sehr vielen Kollegen immer wieder passiert. Ich schreibe ja nicht über den Ligasport. Ja. Ich bewundere jeden und jede, die quasi auf einem Stockerl steht. Ja. Aber mich interessieren die 10 da vorne, interessieren mich nur, dass ich sage, okay, die sind auch gelaufen. Mich interessieren die 5000 Mamas und Papas, die da hinten laufen. Ja? Und die sind, ich schreibe auch nicht im Sportressort, ich schreibe ja im Lifestyle-Ressort. Ja. Irgendwie so eine Mischung aus Gesundheit, Lifestyle, was auch immer, weil ich eben nicht über den Ligasport berichte. Und du führst die Leute, mich fasziniert immer auch beim Vienna City Marathon. Du hast
diese Masse von Menschen, diese 40.000 Läuferinnen und Läufer, die da an diesem Wochenende unterwegs sind, die sind eigentlich immer nur Füllmaterial da hinten, aber eigentlich die Berichterstattung ist immer nur über die 4, 5 Handeln, die da vorne irgendwie für Geld laufen. Ja, ja, und das ist aber auch nur ein kleiner Absatz, einmal im Jahr. Also wie verwundert, dass dieser riesige Breitensport so wenig Platz überhaupt in irgendeiner Berichterstattung kriegt. Mhm. Also das verwirrt mich, wenn man denkt, ganz ehrlich, das machen ja viel, viel mehr Menschen, als dass sie, weiß ich nicht, gut Skifahren können. Mhm. Weil, ja, natürlich fahren viele Leute auch Ski, aber für Skifahren habe ich viel mehr. Das ist wieder das Phänomen, dass in Österreich Leichtathletik einfach keinerlei Stellenwert hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Warum? Niemand weiß, wer Hermann Mayer ist, außerhalb von Österreich. Ja? Und wenn du dir anschaust, wie die. Niemand weiß in Österreich, wer Peter Herzog ist. Das ist richtig. Das ist tragisch. Aber der Punkt ist, außerhalb von Österreich weiß man eher, in Österreich musst du Haile Gebrselassie erklären. Ja? Sonst nirgends. Sonst nirgendwo. Und genau das ist der Punkt. Ja? Wenn du dir anschaust, Skirennen in den USA haben österreichische Bandenwerbung. Was sagt uns das? Dass es dort niemanden interessiert. Ja? Weil einfach sonst hättest du nicht Milka und irgendwie A1 Telekom irgendwie in Vail auf der Werbung drauf. Ja? Während Eliud Kipchoge kennt man jetzt in Österreich ein bisschen. Ja? Aber wenn du irgendwo außerhalb von Österreich bist, wirst du auf diesen Lauf auf der Prater Hauptallee angesprochen. Ja? Mhm. Auf österreichisches Skifahren. Ja? Kein Mensch. Das ist, ob der eine Bergbau, und trotzdem ist die Leistung von diesen Leuten super. Aber ja, ich verstehe auch nicht, warum das in Österreich irgendwie, jeder weiß, wer im Jahr 1973 beim Spiel Steyr gegen ein VfC das zweite Tor geschossen hat. Ja? Aber niemand kennt Peter Herzog. Ja? Aber das ist eine Frage von Henne und Ei. Ja? Leichtathletik hat medial keinen Stellenwert. Ja? Verstehe ich auch nicht. Ja? Wobei ich schon verstehe, dass man Breitensport ist keine Geschichte, ne? Weil es ja jeder machen kann. Außer du schreibst regelmäßig drüber. Dann bekommt es eine Linie, und mich fragen ja meine Kollegen beim Standard ja auch immer wieder, dir fällt nach den 3 Jahren immer noch irgendwas ein, was noch nicht jeder geschrieben, was wir noch nicht gelesen haben. Und dabei ist es nur Laufen. Ne? Ja. Aber das ist nicht, weil ich so genial bin, sondern das ist einfach irgendwie, weil ich auch so in der Materie drinnen stecke. Ja? Und es so viele Geschichten gibt dazu. Weil es so viele Geschichten gibt, aber diese Geschichten erkennst du erst, wenn du wirklich irgendwie bis über die Ohren in der Materie drinnen bist. Und das werfe ich jetzt auch keinem vor, wenn das ist halt so. Ja? Und es macht ja auch Spaß, und manchmal sitze ich auch da und denke mir, verdammt, worüber soll ich die Woche schreiben? Ja? Es ist Sonntag, ich muss am Dienstag muss eine Geschichte ausgehen, und aber es gibt dann immer etwas, ja. Das hätte ich das da tatsächlich auch als Frage noch gehabt, dass ich gesagt habe, hat man immer gleich viel Lust, einen Artikel zu schreiben, oder ist es manchmal wie beim Training, wenn es muss, dann muss halt. Dass man manchmal so, hilft ja nichts. Nein, es ist aber so wie beim Training einfach, du weißt, ab und zu ist es zart, ab und zu fickt es dich einfach an, aber du weißt trotzdem, in Summe macht es dir Freude. Ja. Und es macht mir sogar Freude, wenn ich irgendwie im Urlaub bin und trotzdem eine Geschichte reinschicke. Weil einfach das Geniale am Laufen ist ja, im Gegensatz zu egal was, und wenn du Curling betreibst, du kannst immer überall laufen. Ja? Ja. Du kannst immer, oder Laufen ist immer ein Thema. Sogar wenn du irgendwo bist in einer Stadt, wo man vielleicht tatsächlich nicht laufen kann, weil da nur Autobahnen sind. Ja? David Byrne von den Talking Heads hat einmal darüber geschrieben, wie er versucht hat, in Los Angeles in den 80ern mit dem Fahrrad zu fahren und das einfach nicht ging, weil da nur Autobahnen waren. Also auch die Geschichte, wie etwas nicht geht, ist dann irgendeine Geschichte. Aber erst dann, wenn du regelmäßig genug darüber berichtest, weil dein Publikum weiß, der erzählt was drüber. 5-mal drüber zu schreiben, dass Laufen irgendwo nett geht oder keinen Spaß macht, wäre elend. Aber einmal drüber zu schreiben, heute hat es mir keinen Spaß gemacht und ich habe mir einfach irgendwie 15 Mozartkugeln reingepfiffen und konnte mich nicht mehr bewegen. Wäre auch eine Geschichte, aber ja, manchmal macht es einfach überhaupt keinen Spaß. Ja. Und manchmal wüsste einfach nicht auszugehen. Also jetzt gerade draußen ist jetzt gerade bei mir ein Gewitter losgegangen. Ja. Und wenn ich mir denke, dass ich morgen Bahntraining habe und bei dem Wetter denke ich mir, Alter. Ja, da war ich noch so ein Dusiker-Stadion ganz sinnvoll, oder? Ein Dusiker-Stadion, wie haben wir es gehasst? Ja? Aber das wäre hilfreich. Uns jetzt, ja? Ja.
Ja, da ist die Leichtathletikbahn daneben im Freien eher so halb gut. Halb, ja, aber andererseits, es ist trotzdem Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja, ja, sie ist zu, ja, weil in Wien, du hast wenigstens eine Leichtathletikbahn. Mhm. Woanders hast du ja nicht mal das. Du ja, wobei das, diese Leichtathletikbahnen haben du und ich, weil wir in Vereinen sind, ja. Aber was oft mir das passiert, dass Leute sagen, ich würde gerne auf einer Bahn laufen. Ja. So, was machst du denn da? Ja? Es weiß ja keiner, wo man, das, es gibt, glaube ich, im 20. Mitglied gibt es irgendwo eine Bahn, die dem ASKÖ gehört, wo man sogar einfach rein kann. Aber versuch einmal als Nicht-Vereinssportler zu sagen, ich möchte auf irgendeiner Bahn laufen. Es wird, ich glaube, auf der Maßwiese geht. Nein. Du musst geht auch das ohne Verein? Nein. Ich dachte, du kannst da so auch eine Karte kaufen dort. Ja, du kannst, eine Karte kannst du kaufen, ja. Aber ich bin einmal, weil ich auf einer Außer Preise. Von Wien geht es, also da geht es manchmal. Aber was mich am meisten fasziniert, das ist, wir bauen in jedem Dorf gibt es irgendwo einen Fußballplatz. Ja. Und dieser Fußballplatz hätte ungefähr die Größe, dass du einfach rundherum um diesen blöden Platz eine Aschebahn machst. Mhm. Thema erledigt. Und jede blöde Schule könnte dann dort Leichtathletiktraining machen für Schülerinnen und Schüler, die einfach nichts investieren müssen, außer in ein Leiberl, ein Hosen und ein Badl Schurch. Mhm. Ja. Und die brauchen keinen Tennisschläger, Tennisverein, Skiausrüstung für die Skisportwochen und das liegt den ganzen Rest irgendwo herum. Mhm. Sie brauchen nicht, ich weiß es nicht, die Golfausrüstung, nur damit sie in Korneuburg-Tutten dürfen Golf spielen können oder weiß ich nicht was. Ich verstehe es nicht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es versteht niemand. Es ist auch nicht erklärbar. Ne? Es ist nicht erklärlich, warum der einfachste Sport der Welt, den Kinder auch von selbst machen, denen du auch nicht mit Technik oder sonst was kommen musst, die rennen einfach. Und wenn es keinen Spaß haben, rennen es nicht. Warum und technisch das? Meistens besser wie wir? Ja, sicher, weil irgendwie das ist genauso wie beim Klettern. Ja? Kinder und Affen klettern richtig, ja? Technisch sauber, ja. Immer am gestreckten Arm. Und beim Laufen genauso. Die rennen barfuß und deswegen rennen sie korrekt. Ja? Niemand weiß es. Ja? Keiner versteht es. Und trotzdem tut es keiner. Es könnte so einfach sein, aber vielleicht ist es einfach zu einfach. Ja, es ist zu einfach, das wollen wir nicht. Wir wollen es nicht einfach haben. Ja. Das finde ich eben tatsächlich schwierig. Also da tue ich mir auch echt schwer, das zu verstehen. Mhm. Aber ich habe die Hoffnung, dass dieses jetzt immer stärker werdende Traillaufen vielleicht in Österreich so ein bisschen das Ganze zündet, weil das Radlfahren interessiert in Österreich ja auch keinen, obwohl es viele Menschen machen. Mhm. Aber das Mountainbiken interessiert die Menschen schon mehr, weil es vielleicht mit Bergen zu tun hat und es ist halt schnelleres Wandern. Ja, ich glaube, da sitzen wir beide aber zu sehr im Suppentopf drinnen und glauben, dass, also ich glaube, ja, es werden mehr Trailläufer und Trailläuferinnen, aber in Wirklichkeit wird es nicht mehr. Also dieses Wachstum sehen wir, weil wir in unserer Blase einfach merken, dass irgendwie immer mehr Leute irgendwie das tun. Wir sehen auch, dass zum Beispiel mehr Menschen gehen Rennrad fahren. Ja, es gehen mehr Menschen Radfahren. Aber in Wirklichkeit werden es dann doch nicht wirklich viel mehr, sondern einfach wir nehmen diese kleine Veränderung wahr, aber im Gesamtgesellschaftlichen tut sich da relativ wenig. Ja. Das ist so wie, die Leute wollen schwimmen gehen, ja. Ja, in meiner Welt wollen sie schwimmen gehen, weil sie sehen, dass ich schwimmen gehe. Und dann bringe ich jetzt nicht 4 Leuten im Jahr, sondern 10 Leuten im Jahr, sage ich, Kraulen könnte so und so funktionieren. In Summe haben wir trotzdem eine Gesellschaft von Nicht-Schwimmern, obwohl alle sagen, Schwimmen ist der beliebteste Sport, ja? Weil sie Baden und Schwimmen verwechseln nach wie vor. Und Branchen ist toll, Schwimmen ist Ja, genau. Da könnte ja gleich Triathlet werden. Ja. Wo kommt man denn da hin? aber auch da, beim Triathlon gibt es immer mehr Leute, die es machen, aber trotzdem vom riesigen Triathlon-Boom zu sprechen, kannst du, wenn du drinnen sitzt in der Szene. Aber tatsächlich, ich meine, mein Nachbar, ich komme vom Ironman nach Hause, er fragt mich, was ist so ein Triathlon? Dann sage ich, ja, also 3,8, 180, 240, schaut er mich groß an. Deswegen war es der Wochen weg, weil man alle 2 Tage eine Disziplin macht. Ja. Ja, wobei, der Ansatz ist gut. Der Ansatz ist gut. Weißt du, das ist, der Mann ist mehrheitsfähiger. Das ist für ihn dermaßen beyond dessen, was er sich vorstellen kann.
Also einfach 180 Kilometer Radfahren und dann brauchst du einen Tag Pause und dann gehst du vielleicht einen Marathon laufen. Ein Marathon ist auch Wahnsinn. Ja? Der ist überhaupt super. Ich bin damals vom Boston-Marathon nach Hause gekommen und er steht am Gang und sagt, wo warst du denn? Ich sage, ja, Boston-Marathon laufen. Sagt er, wie viel da bist du geworden? Sag ich, ja, schon 14.000 oder 15.367. Dann schaut er mich groß und mitleidig an und sagt mir, echt schlimm, warum machst du das dann, wenn du nicht gewinnen kannst? Es ist hervorragend. Er wollte mich echt trösten, ne? aber das ist genau der Zugang zu Leuten. Sport macht man dann, wenn man gewinnen möchte. Auch gewinnen wirst du es nimmer. Ja, aber der versteht, warum gehst du in einen Wettkampf, ja, ja, wenn du nicht gewinnen willst? Eigentlich ist ein Ansatz. Wobei, ja, da muss ich fragen, also, wie ist der Boston-Marathon so? Also, von der Stimmung. Ist der also wirklich overwhelming? Sagst, bist du Berlin gelaufen schon, ja, oder? Nein. Es sagen alle, Berlin ist eine super Party. Hm? Mhm. Gut. Dann läufst du New York und denkst dir, Berlin ist eine nette Party, aber New York, das ist die heiße Party. Mhm. Dann läufst du Boston und du merkst, New York ist die schüchterne Schwester von Boston. Okay. Boston ist insofern was ganz Besonderes, weil du einfach, du rennst dem nicht. Du rennst eigentlich nur von Westen nach Osten und wenn du Pech hast, hast Gegenwind und wenn du Glück hast, hast Rückenwind und irgendwie als wir dort waren, war es so, dass es, glaube ich, sie haben beim Start durchgesagt, falls jemand Sonnencreme da hat, soll man bitte die beim Roten Kreuz abgeben, weil so viele Leute keine haben. Es war einfach irrsinnig heiß. Im Jahr darauf, am gleichen Tag, war das dieser Lauf, wo dann die Leute alle erfroren sind, wo irgendwie diese Krankenschwester, die Frauenwertung, glaube ich, erste oder zweite geworden ist, weil die ganzen afrikanischen Läuferinnen aufgehört haben, weil es einfach so kalt war. Also wo die Leute erfroren sind unterwegs. Das kann dir bei Boston alles passieren. Und dann kommst du halt in Boston auf diese Zielgerade und du kommst irgendwie, weil ich bin gelaufen, 3,45 Meter gelaufen und bin allerdings eine halbe Stunde nach der Elite gestartet und da sitzen immer noch 100.000 Leute auf den Tribünen und jubeln dir zu. Die Amis sind ja an sich großartig, die bleiben ja wirklich bis zur letzten Maus stehen und jubeln dir zu, eben weil sie super finden, dass du das machst. Und das ist in Boston ganz, ganz, ganz besonders. Und dann war halt noch so, wie ich dort gelaufen bin, 2017, ist Catherine Switzer halt auch, hat ihr 50-jähriges Boston-Jubiläum gehabt. Okay, das ist dann nochmal. Und ich bin am Tag davor, bin ich mit der Catherine ein bisschen spazieren gelaufen und das war so, also das ist ganz irre. Und dann war dieser Scheißlauf schon zu Ende und eigentlich haben sie das Ziel schon abgebaut gehabt und alle Leute sind schon in den ganzen Bars rundherum. Und auf einmal hörst du irgendwie Sirenengeheul und alle kommen aus den Bars raus und da kommt der letzte Läufer, aber also schon Ziel war schon lange zu. Und links und rechts hinter sich ein Polizeimotorrad, vor sich einen Polizeiwagen mit Vollgetonhorn, damit alle Leute aus den Bars rauskommen. Und der rennt über die Ziellinie, also er wankt über die Ziellinie und irgendjemand von diesen Finishern, die Amis tragen ihre Medaillen, dann sag ich, gibt ihm seine eigene Finisher-Medaille, einfach weil das irgendwie so ein berührender Moment war. Und das ist das Geniale an diesen amerikanischen Läufen, dieses die Amis sind pathetische Kinder, aber wenn du dort bist, ist das einfach irrsinnig schön. Ja, dieses nach Chicago-Marathon gehst du mit dieses Medal-Monday-Phänomen. Ja? Das ist total deppert und alle machen sich drüber lustig. Nur wenn du dann am Montag nach dem Chicago-Marathon gehst du zum Starbucks und irgendwie, die haben gesagt, all finishers don't have to queue up. Ja? Und keiner regt sich auf, sondern die bewundern dich dafür. Oder du stehst in New York im Lift und einer, may I touch your medal. Ja? Und du sagst, du kannst da umhängen für ein Foto. Ja? Really? Ja? Fassungslos. Ich bin in New York, wollten sich zwei Freundinnen von mir irgendwie die Medaillen gravieren lassen am Tag nach dem Marathon. Und wir gehen halt mit den Jacken von der UEFA, wo wir halt hingefahren sind. Und auf einmal quietscht hier ein Polizeiwagen neben uns ein. Ja? Und wir so, was haben wir jetzt falsch gemacht? Ja? Und so fast schon mit Hände hoch stehen wir da und sagen, no, madam, sir, you really did this? You ran the marathon and you came here from Europe? May we shake your hands? Ja? Polizisten so mit kugelsicherer Weste, die sind begeistert davon, ja, you really did this. Ja? Die bewundern dich dafür und zwar nicht, weil sie, einfach weil sie es toll finden, dass jemand sich das antut. Und das so kitschig das ist und so pathetisch das kann was, ja. Das ist einfach, es ist ein total schönes Gefühl, wenn du merkst, diese Wertschätzung für etwas, wofür du gelitten hast. Und
egal ob sie es schaffen würden oder nicht, dieses Wow. Und das ist auch in der, ich glaube, das ist auch so ein Unterschied in der Erziehung in Amerika und in Österreich. In den USA sagt man immer, you want, you can, you will. Und irgendwie, mach das doch einfach. Und wir bewundern dich für alles, was du tust und hol das Beste aus dir raus. Und ein Traum ist dazu da, dass man versucht, ihn umzusetzen. In Österreich, naja, glaubst du echt, dass das geht? Kannst du das? Brauchen wir das? Nee, geschimpft, das glaubt nur. Genau. Ja. Und einmal nicht zutrauen. Ja. Brauchen wir das überhaupt? Wer braucht denn den Schaß? Ja? Ja. Niemand braucht einen Marathon. Ja. Nein, aber das habe ich schon vom Preisfranz gehört, der vom Race Across America und der halt auch viele Ultras dort gelaufen ist oder die Julia Lippeles, die ist durch Tennessee gelaufen, also Unsupport, die waren 500 Meilen und irgendwie so ein Spaß, die sagen, Amerikaner sind schon bei der ersten Begegnung total herzlich und es ist eine richtig eine zwanglose Begeisterung. Ja. Du darfst das nur nicht verwechseln, dass sie gleich die besten Freunde mit dir sind. Nein, das ist nicht. Das halt nicht, das ist halt ganz anders wie in Europa. Ja. Aber die feiern bei jeder Labestation von einem 100-Kilometer-Lauf, die feiern dort eine Party, das glaubst du bist bei der Tour de France. Ja. Das ist großartig. Natürlich ist es kitschig und natürlich ist es oberflächlich und natürlich ist es pathetisch und natürlich irgendwie steckt dann irgendwie, es steckt wenig dahinter an Substanz, ja. Aber wenn du da hinkommst und irgendwie alle strahlen dich an und gratulieren dir, ja, jeder Mensch liebt es, irgendwie gelobt zu werden, ja. Ja, ist halt schon geil. Völlig wurscht, wie du das gerade malen. Ja. Aber wenn der sich dort hinstellt und das macht, ist es super. Wo ich das aber auch erlebt habe, war in Addis Abeba, Great Ethiopian Run, 10 Kilometer auf 3000 Meter Seehöhe, also da haut's da mal das Bäuschel aus. Haile Gebrselassie rennt vorne barfuß weg, aber dann kommen irgendwelche Afrikaner zu dir her, als Europäer bist du quasi einfach wegen der Hautfarbe fällst du natürlich auf. Da rennen 40.000 Menschen oder 30.000 Menschen und die tanzen und singen, super lustiger Lauf. Aber dann kommen sie her und sagen mir, du bist kein UN-Mitarbeiter, du bist kein Waffenhändler und du bist auch kein Entwicklungshelfer, sondern du kommst einfach, um hier in Afrika zu laufen. Die finden das großartig, ja. Das ist einfach, Europäer, die herkommen, um etwas zu bewundern, was sie machen, das ist eigentlich relativ selten der Fall, ne? Normalerweise fahren die Afrikaner fahren nach Europa, um Geld zu verdienen mit dem Laufen, und dann kommen ein paar blade Europäer daher und machen einen 10-Kilometer-Lauf und werden dann von Kindern in Flipflops und Crocs überholt. Total lustig, aber sie, es ist einfach diese Wertschätzung, dass du kommst, um bei ihnen etwas zu machen, was für sie selbstverständlich ist, ist irgendwie, das ist was ganz, ganz Tolles gewesen auch. Oder die Party mitfeierst beim Comrades Marathon zum Beispiel. Ja, der steht auf der Liste. Ah, okay. Ja, da eben ein Freund, den ich vorher im Vorgespräch schon angesprochen habe, der ist dann gelaufen und hat gesagt, der ist schon von der Stimmung her, der ist bei ihm, und der hat wirklich viele Läufe gemacht, also die Bucketlist der Ultras abgearbeitet. Mhm. Und er hat gesagt, aber der Comrades Marathon ist von der Stimmung her schon ganz, ganz weit vorne. Ja. Jetzt landschaftlich jetzt der KUTMB, weil rund um den Mont Blanc ist von der Aussicht her schon ein anderes Kaliber, aber von der Stimmung her ganz, ganz weit vorne. Ja, aber wir kennen unseren UTMBs am Berg, das ist ja auch was ganz Besonderes, ne? Richtig, richtig. Ja, und auch am Biesenberg kann man Ultras laufen, also so ist es jetzt nicht. Genau, und der Ausblick ist auch ein Traum, ne? Der Ausblick ist wunderbar. Also da hat man ja, man hat quasi den Donaulauf, wie die Donau herunterplätschert, bis zum Wien-Panorama, hat man da alles dabei. Ja, genau. Also. Ultra-Team Mount Biesenberg, ne? Genau. ja, ich habe jetzt da tatsächlich meine Liste an Fragen auch schon durchgearbeitet. Ist doch schön. Hast du noch irgendeine Geschichte, wo du sagst, die sollte jeder zumindest einmal gehört haben? Wenn er nämlich jetzt noch nicht gelaufen ist, dann sollte er damit anfangen. Wie meinst du jetzt? Irgendwie als Laufservice oder als Tom Rottenberg-Geschichte? Als beides, so als wenn du noch immer am Wanken bist, ob du Läufer werden willst, wenn du die Geschichte gehört hast, dann definitiv. Nein, ich sage nur ganz was anderes. Mir sagen dauernd Leute, also sehr oft Leute, ja, eigentlich
toll, du schreibst übers Laufen und irgendwie, das ist so super und irgendwie, ich weiß, ich sollte ja auch laufen, aber irgendwie ist mir Fahrt dabei. Okay, ja, das kann schon sein. Dann lauf nicht, ja. Dann spiel Sitzfußball oder schmeiß Münzen gegen die Wand. Aber also ich verstehe, so sehr ich laufen liebe und so sehr ich davon begeistert bin, ich verstehe nicht, warum Menschen etwas tun, was sie eigentlich, wofür sie nicht brennen. Sie probieren es aus und stellen fest, es macht ihnen keinen Spaß, aber weil ihnen irgendwer sagt, sie sollten laufen, rennen sie weiter und haben ein fades Gesicht dabei. Das verstehe ich nicht, ja. So habe ich mit Laufen angefangen. Ja? So, also bei mir war ja Laufen eine Entscheidung, weil ich gesagt habe, ich kann halt sonst auch nichts. Ja. Und es war einfach, ja, da brauche ich halt am wenigsten, dann mache ich halt das. Und okay. Aufgeben mag ich halt auch nicht. Seit aber irgendwann hat es Spaß gemacht, ne? Ja, oder zumindest, ich mag Wettkämpfe. Okay. Oder im Sinne, nein, eigentlich mag ich es geschafft zu haben. Also ich mag es, wenn ich sage, ich würde das gerne tun und dann habe ich es geschafft. Das finde ich cool. Oder ich würde gerne mit jemandem was erleben, gemeinsam. Mhm. Also das Laufen an sich ist eigentlich für mich nur das Vehikel, dass ich irgendwas erleben kann. Das Laufen selber, die Bewegung, ja, aber ob das jetzt Laufen, Radlfahren oder was nicht, irgendwas ist, wäre mir, glaube ich, sogar wurscht. Ja, aber du hast trotzdem auf eine gewisse Art einen Lustgewinn dabei. Ja? Nur ich kenne Menschen, denen macht es einfach überhaupt keinen Spaß. Ja? Allein der Gedanke, sich einen Laufschuh anzuziehen oder sich auf die Hauptallee zu bewegen, ist für sie eine Qual. Sie tun es aber trotzdem und mit dementsprechend ist ihre Laune dabei. Es muss doch etwas geben, was dir Freude macht. Ja? Du willst das Gefühl haben, also du als Peter, es gemacht zu haben, es durchgezogen zu haben oder Wettkampf. Ja? So. Aber wenn jemand sagt, mir ist kalt am Anfang, mir ist dann heiß, mir tun die Knie weh und so weiter. Ja, man kann das alles reparieren, ja, aber wenn es grundsätzlich mal keinen Spaß macht, dann tu es nicht. Ja. Ja, probier es aus, ja. Probier es aus und wenn es dir Spaß macht, super. Ja. Und irgendwann kommt auch der Moment, wo man sagt, okay, es macht Spaß, weil ich merke, ich werde besser. Aber es gibt auch Leute, für die ist Laufen einfach nichts. Und ja. Das sind aber dann meine Poster, womit wir den Kreis wieder schließen. Ja, ja, ja. Leute, sie halten Laufen nicht aus und dann schreiben sie unheimliche Ergüsse bei meiner Kolumne hinten dran. Denke ich mir, Alter, hast du nichts Besseres mit deiner Zeit zu tun? Ja. Das ist tatsächlich das so. Das Gute ist, in meinem fortgeschrittenen Alter kann ich sagen, ich muss es nicht mehr verstehen. Ne? Ich habe, ja. Früher wollte ich immer verstehen, warum etwas wie ist. Mittlerweile sage ich, es ist halt so. Ja? da muss ich sagen, da sind wir ja als Podcaster tatsächlich in einer, weiß ich nicht, in einer Insel der Seligen. Weil ich glaube, Menschen, die sich 5 Folgen über eine Stunde von einem Podcast anhören, ja. Da ist einfach dann die Menge derer, die das nicht interessiert und sie trotzdem anhören, wirklich sehr gering. Weil beim Artikel, wenn man jetzt da durch ein Zeitungsmedium durchscrollt quasi, ja. Am Handy oder sonst wo, und da sagt, Rotte rennt, lese mal rein, ich habe den ersten Absatz gelesen, der schreibt über, weiß ich nicht, dunkle Handschuhe beim Laufen im Wienerwald, ist das super oder nicht, da kann ich gleich was drauf schreiben, weil ich habe auch schon mit dunklen Handschuhen gehabt, keine Ahnung, ich schreibe rein mit zusammen, das geht halt ganz schnell. Aber dass du, weiß nicht, dir 5 Stunden was anhörst und obwohl es dich nicht interessiert, das passiert selten. Also ich glaube, da sind wir schon in einer privilegierten Position. Ja, ich sehe gerade irgendwie, dass wir reden jetzt 1 Stunde 13 und 6 Sekunden, sehe ich hier. Also genau. Wer jetzt noch zuhört und sich nicht dafür interessiert, kann ich sagen, wie gratuliere. Ja. Bitte schreib uns, warum tust du das? Vielleicht, ich glaube, ich will es doch wissen. Ja, dann würde es mir mal interessieren. Dann muss es schon ein bisschen so ein Masochismus-Ding sein. Ja. Dann will man sich selber gewöhnen. Ja, genau, weil es ist jetzt 1:13:30, vielleicht ist bei 1:13:40 wird es vielleicht besser. Ja, die Hoffnung. Ja, das Prinzip Hoffnung. Irgendwann kommt die Erlösung. Ja, das könnte nur sein. Also bitte, wer es hört und wenn es überhaupt nicht interessiert hat, schreibt es uns jetzt. Wir würden es bitte gerne beide wissen.
Nein, wir lassen einfach noch schweigend das Bundle irgendwie noch eine Stunde laufen und vielleicht kommt ja noch was. So nach 2,5 Stunden. Vorspiel gilt aber nicht. Genau. Ja, na sonst habe ich tatsächlich nichts mehr auf meiner Liste. Ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich dieses Jahr noch ein paar Mal beim Laufen. Mhm. Wäre fein. Oder bei vielleicht deinem ersten Trail irgendwo in, rund um Wien oder wo auch immer. Da komme ich oder kommen wir gerne mit. Mhm. Weil da auf dem Terrain, da haben wir schon ein bisschen Erfahrung. Ja, ich weiß. Dementsprechend würde ich dann sagen, es hat mich sehr gefreut. Ganz meinerseits. Es war wunderbar. Ich entlasse dich in dem Fall bei uns jetzt da in die Nacht. Mhm. Und alle anderen nur auf den Rest von einem Longjog, also wenn es einen Halbmarathon macht, ein bisschen noch. Ein bisschen. Genau, 2 Minuten noch, ne? Ja. Genau. Peter, vielen herzlichen Dank und Dankeschön und schönen Abend. Danke. Ciao.